128 EU. Ja, dann dürfte das ja theoretisch reichen. Ich würde aber gern von der die MFE ist auch, die sitzt auch falsch rum. Also das sieht aus, als würde sie falsch rum sitzen. Naja. Da werde ich mich nochmal in Ruhe drum kümmern, was da jetzt los ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier entlang. Jetzt grabe ich mich doch einfach mal hier hoch. Ja, die haben sich alle nicht mehr verbunden. Naja, soll mir jetzt nichts ausmachen. Ja. Ja, das funktioniert nicht so, wie ich das gern hätte. So. Dann darf das Ding jetzt hier bei Bedarf 128 EU bekommen. Das testen wir gleich mal. Ich würde es gern noch an die MFE hinklemmen, aber die ist jetzt so schön voll. So, jetzt nehmen wir die Silikonzellen raus. Und packen die mal hier rein. Und es passiert rein gar nichts. Tja, warum? Jetzt schauen wir mal. Ja, da rein. 50 Sekunden, 128 EU pro Tick. Heat Capacity 1500. Müsste eigentlich funktionieren. Eigentlich. Das ist ja dieses Crack-Tech immer. Ja, das funktioniert nicht immer so, wie es funktionieren soll. Deswegen. Machen wir das jetzt mal kurz anders hier. So. Ach ja. Ja. Die schöne Power geht dahin. So. Dann machen wir die MFE, machen wir. Wie wäre es, wenn wir die eigentlich gleich hier hin machen? Ach, das ging ja nicht, ne? Das ging ja nicht. Dann machen wir das anders. Dann kommt der LV hier hin. Die also so. Jetzt kann ich natürlich nicht hier springen. Sehr schön. Ach Gott. Nein, falsch. So. Warum lädt der nicht? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Tja, der Output funktioniert nicht. So müsste es aber funktionieren, eigentlich. Ja, aber wieso lädt die MFE nicht auf? Das ist jetzt die Frage.
Hä? Also irgendwas passt da doch wieder nicht. Irgendwas passt da nicht. Naja. So, hier geht wieder Power rein. Aber das erklärt ja nicht, warum. Oh, jetzt regnet es auch noch. Na supi. Das erklärt ja nicht, warum diese MFE nicht laden will. Warte mal, mach mal schon hier zu, nicht, dass da ein Creeper reinkommt. Warum lädt die nicht? Warum willst du nicht laden? MV Producer. Ganz genau. Ah, okay. Na gut. So. Dann kommt das wieder weg. Ich hab's doch geahnt, ey. Meine Fresse, ey. Durch jedes scheiß Schlupfloch kommen diese verdammten Creeper hier rein, ey. Meine Herren, ey. In dem Moment, wo ich das Teil hier aufmache, ja, muss ausgerechnet dieser Creeper hier rein stolzieren. So. Dann gehen wir mit dem Kabel hier rüber. Und jetzt wird ein Schuh raus. Jetzt funktioniert das Ganze. Sehr, sehr schön. So. Dann kommt da oben wieder das schöne Holz rein. So. Und hier kommt wieder das hin. So. Ja. Kann man irgendwann noch ein bisschen verschönern. Ja, ein bisschen einschäumen oder so. Das Kabel hier hinten reinlegen. Aber das tut es erstmal so. Und dann kriegen wir hier unsere netten Silikonplatten raus. Ja, sehr schön. Das kann jetzt einfach mal ein bisschen vor sich hinrödeln. Wir legen uns mal geschwind aufs Ohr. Na komm, hör auf mit Regnen. Ist ja ätzend. So. So, perfekt. Dann werden wir uns jetzt mal ans Applied Energistics System ranmachen. So, na schauen wir mal, was wir da alles brauchen. Wird natürlich einiges sein. Als erstes brauchen wir hier einen ME Controller. Definitiv einen Fluix Crystal. Ja, das hat sich ja geändert alles. Ceretus, Netherquartz, Redstone. Na gut. Netherquartz, Redstone. Nehmen wir uns hier mal ein bisschen was raus. So. So, das, das und das. Tja, wie viel machen wir denn da? Ja. Ach komm, mal 32 Stück. So. Okay. So, dann brauchen wir hier diesen. Brauchen wir erstmal diese Quarz-Cutting Knife. Hat sich auch geändert vom Rezept her. Da hat sich einiges geändert.
So und Stickies. Ja, machen wir uns halt ein paar. So. Und dann schauen wir noch mal hier. Diamant, Silikon. Netherquarz. Ah ja. Interessant. Interessant. Tja, so. Dann kriegen wir Silikon raus. Ich habe da aber noch einen anderen Plan. Wir werden hier das Zeug missbrauchen und werden das maserieren. Weil das Zeug hier, den Quarzdust, den findet man ein bisschen schlechter wie das Zeug hier. So. Dann. Ach, Diamanten brauchen wir auch noch. Tja, machen wir mal zwei davon. So, und dann, was war das noch? Redstone. So, das Ding, ja, das können wir eigentlich hier in den Ofen reinschmeißen. Nickel. Ja, kommt mal hier rein. Na komm, mach fertig. So. Dann die Kristalle hier. Und Eisen. Dann haben wir unseren ME-Controller. Sehr schön. Nummer 1 auf der Liste. Ja, machen wir einen ME Drive. Ach, die Basic-Prozessoren kommen auch. Gehen mit Gold. Da machen wir gleich mal einen Satz mehr. Tja, machen wir 16 Stück. So, was war das? Redstone? Silikon, ne? So. 14. Ah. Okay, da fehlt der Redstone. Perfekt. Ja. Das hat man halt auch mitnehmen, die Dinger. So. Perfekt. Und hier. Tja, da machen wir uns nochmal was anderes. So, das kann er dann auch gleich mit durch. Genau. So, jetzt hier die Prozessoren. Was ist da los? Ich mag das, wenn das Zeug hier sich nicht richtig connectet. Ist immer wieder eine Freude. Ich sag ja. Cracktech hat eine Macke für mich. Definitiv. So. Was habe ich gesagt? Das ME Drive. So, wir brauchen ein bisschen Holz. Machen wir uns hier ein Kistchen. So. Glas. Und Eisen wieder.
So. Dann haben wir das Drive. Dann hätte ich ja noch dieses Access Terminal. Ah, die Conversion Matrix. Ach, Jesus. Flux Dust. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Brauchen wir wieder jede Menge Redstone. So. Genau. Machen wir uns gleich mal ein bisschen was von. Quarzkristall. Okay. So. Machen wir uns mal 6 Stück. Und dann brauchen wir, habe ich noch gesehen, irgendwas mit diesen ME-Kabeln. ME-Kabel ging. Gibt es da nichts Billigeres? Junge. So, dann die Conversion Matrix und Eisen und Glas. Glas haben wir keins mehr. So, da können wir auch mal Glas durchmachen. So. Ein Access Terminal. Eins erstmal. Das reicht vollkommen. So, was brauchen wir dann noch? Ja, genau, dieses Storage-Zeug hier. Ja, genau, hier sind diese. Ich habe dieses, genau, diese Storage-Dinger hier. Hier, 16 Millionen, ja. Wenn man sich das Rezept mal anschaut, ja. Brauchen wir so ein Terra-Storage-Cluster. Giga-Storage, Mega-Storage, Kilo-Storage, Storage-Cluster. Ja, also das. Ich weiß nicht, ob wir das je hinbekommen werden. Irgendwann sicherlich. Aber fürs Erste sollte man so ein, ich weiß nicht, 16K-Modul reichen, oder? Brauchen wir. Boah. Tja. Vielleicht auch erstmal so ein 4K-Storage-Modul. Ich weiß ja nicht. Machen wir erstmal von diesen Storage-Cells ein paar. So. Redstone war das, glaub, ne? Irgendwie sowas. Und diese Basic-Prozessoren. 3. Brauchen wir ein Storage-Segment, ne? Storage-Segment. Hier. Glas. Eigentlich hätte ich schon gern so ein 16K-Ding. Und so teuer ist es ja gar nicht. Ja, dann brauchen wir noch 2 von diesen Storage-Segmenten. Dann brauchen wir noch 6 von diesen da. Dann brauchen wir noch ein paar Basic-Prozessoren. Gold. Dann die Knife. Ein bisschen Redstone und Silikon. Ja, mach du mal. Jag mal das halt hier durch. Was haben wir hier noch alles? So, dann warten wir mal kurz, bis das fertig ist. Ja, jetzt regnet es schon wieder. Was ein Sauwetter. Und dass die Kabel von IC2 nicht connecten. Ja, schaue ich mal. Vielleicht gibt es ja ein Update von Cracktech.
So. Genau. Brauchen wir hier nochmal von denen hier. Vielleicht noch ein bisschen Redstone. 6 Stück. Perfekt. Ja. So war das irgendwie. Schauen wir gleich mal. Genau. Dann Gläschen. Redstone. So. Genau. Und dann will ich jetzt hier gern diese 4K. Ne. 16K haben wir doch gesagt, ne? Das hier. Brauchen wir einen Diamanten. Haben wir noch. Dann die 3 Dinger. Gläschen. Und 4-mal. Natürlich ist das ganze gefarmte Glowstone jetzt auch weg. Das werde ich wieder offscreen nachholen. So. Storage Block. Redstone, Glas und Eisen. So. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir ja eigentlich erstmal alles, oder? So, und dann können wir noch ein paar Käbelchen machen. So, wo knallen wir denn jetzt das ME-System hin? Hier, bietet sich's doch echt an. So, 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 bis da rein. Und nun brauchen wir Power. Mit welchen Kabeln macht man das am besten? Am dümmsten. Tja, wir könnten uns einen. Das machen wir jetzt mal. Das weg, das weg, das weg. Das und das. Einen LV. Kupferkabel. Nein, hier. Glasfaserkabel. So. Wir könnten auch direkt und das war jetzt dumm. Ach herrje, echt mal. Wir müssen das. Na, scheiße. Ja, ist okay so. So. Theoretisch war es das. Und unser ME-System sollte Saft haben. Genial. Sehr, sehr schön. Ha! Bin begeistert. So. Das heißt ja dann für uns, wir können das ganze Gezuppel hier einfach mal hier reinschmeißen. So. Naja, hätte ich jetzt eine Portal Gun, würde ich mir die Kisten da einfach darüber schieben. Also mit diesem Doppelklick, dass das da alles reingeht in das ME-System, das klappt auch nicht immer. Ich glaube, das liegt einfach an Inventory Tricks. So.
sehr schön. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Ja, eigentlich. Sollte das hier alles rein? So. Was sagt unser Modul? Ja, also ihr seht, da wären wir mit einem 4K-Modul nicht weit gekommen. Das wäre nämlich jetzt schon voll. So, ja, spätestens jetzt wäre es voll gewesen. Ich hätte uns dann gar nichts gebracht. So, die Kiste kann weg. Die Kiste kann eigentlich auch weg. Zack. So, das stellen wir uns mal so hin. Schmeißen da einfach alles rein. So.